Hallo an die Zuschauer in Deutschland. Wir sind in Las Vegas auf der CES bei Asus mit dem Holger und neben uns steht so ein Produkt, das sieht auf den ersten Blick erstmal nur aus wie so ein All-in-One-PC. Aber der Holger hat da noch irgendwie so eine kleine Überraschung für uns parat. Das kann nämlich noch mehr, ne? Was kann das Produkt noch? Ja, ist auch das größte Android-Tablet der Welt. Okay. 18,4 Zoll Android. Zeig uns das nochmal, wie das funktionieren soll mit dem Tablet. Ich drück hier einfach einen kleinen Button. Ja. Danach switche ich auf einen Tegra 3-Prozessor. Okay. Mit einem Jelly Bean. Ups, muss ich das einmal kurz hochheben. Jetzt habe ich auch einen Griff. Ja, das ist ein nettes kleines Format quasi als Mini-Tablet. Das heißt, das ist wirklich ein eigenständiges Tablet mit Tegra 3-Plattform, genau. Hast du gerade gesagt. Und der Windows 8-Anteil, den wir gerade gesehen haben, der steckt hier in dem Standfuß drin, richtig? Genau. Was habt ihr dafür für Hardware verbaut? Ja, es ist möglich, Core i3, 5 und 7. Okay. Arbeitsspeicher bis 8 GB. Aha. Festplatte bis 2 Terabyte. Und sogar ein optisches Laufwerk hier an der Seite noch mit optisches drin. Optisches Laufwerk hier an der Seite. 4 USB 3.0. Okay. HDMI-Ausgang, sodass ich also auch noch einen zweiten Monitor anschließen kann. Aha. Also einen Dual-Screen-Betrieb. Cool. Und im späteren Serienzustand soll das Ganze dann auch quasi das Windows 8 noch an das Tablet streamen können, über so eine Art Remote-Connection, richtig? Ganz genau, dass man auch über Wi-Fi dann entsprechend das Windows 8 drauf das Tablet streamen. Okay, cool. Das sieht jetzt sehr experimentell aus. Wie weit ist denn das Produkt? Wird es das irgendwann geben? Kann man da schon was sagen? Irgendwelche Angaben, wann das soweit sein könnte? Also das Produkt ist nahezu fertig. Okay. Ja, und wir werden sicherlich auch in Kürze damit der Auslieferung beginnen. Okay, aber zum Preisen kannst du vermutlich noch gar nicht sagen. Für den deutschen Preisen ist es noch nicht festgelegt. Die Information müssen wir nachreichen. Okay, super. Danke dir. Gut.